Moin moin und herzlich willkommen zu Fahrtechnik, den Weber Werkeholic Tutorials. Heute erklären wir euch, wie ihr schneller über Sprünge wie diesen hier kommt. In einem anderen Video haben wir euch schon die Basissprungtechniken sowie den Seatbounce gezeigt. Wenn ihr die Grundfahrtechniken beherrscht, werdet ihr im Normalfall von Runde zu Runde immer schneller auf der Motocross-Strecke, sprich ihr kommt auch schneller auf Sprünge wie diesen hier drauf zu. Um unnötiges Bremsen vor Sprüngen zu vermeiden, habe ich ein paar Tipps für euch. Rennfahrer sollten versuchen, so wenig Zeit wie möglich in der Luft zu verlieren, da man dort nicht beschleunigen kann. Die einfachste Form ist das Schlucken, bei dem man versucht, den Druck aus dem Absprung rauszunehmen, um eine flachere Flugbahn zu haben. Bei der normalen Sprungtechnik steigt der Druck auf Körper und Motorrad bis zum Absprung an. Beim Schlucken versuchen wir diesen durch ein kontrolliertes Weichwerden des Körpers zu reduzieren. Ungefähr im letzten Drittel des Absprungs lässt du die Beine kontrolliert weich werden und das Motorrad an dich herankommen. Mit dieser Technik sprengst du bei gleichem Tempo flacher und kürzer und kannst mit höherer Geschwindigkeit auf den Sprung zufahren, ohne zu weit zu springen. Sie ist relativ ungefährlich und lässt sich nahezu bei jedem Sprung anwenden. Noch schneller über den Sprung kommt ihr mit dem Scrub, bei dem ihr zusätzlich zum in die Hocke gehen noch eine Kurve fahrt, um somit den Absprungwinkel zu verringern und noch mehr Energie aus dem Fahrwerk zu nehmen. Für den Scrub fahrt ihr in einer Art Schlangenlinie, ähnlich wie ein Fragezeichen über den Absprung. Gut zu erkennen hier an meinen Spuren, die kurz vor Absprung nach links verschwinden und dann in der Luft quasi nach rechts wie ein Fragezeichen weitergeführt werden. Wir fahren quasi mit dem Motorrad einen Linksbogen bis zum Absprung und lehnen dann schlagartig das Motorrad nach rechts und lenken nach rechts. Diese Bewegung führt ihr bis zur Hälfte der Flugbahn weiter. Dort versucht ihr euren Körper wieder übers Motorrad zu bringen und dann lenkt ihr zur Landung wieder in Fahrtrichtung. Dadurch richtet sich das Motorrad wieder auf. Für einen stärkeren Scrub leitet ihr das Ganze früher ein und macht etwas intensivere Bewegungen. Bei besonders intensiven Scrubs kann es passieren, dass ihr mit der Fußraste und eurem Fuß im Boden hängen bleibt. Bei denen solltet ihr dann natürlich den Fuß von der Raste nehmen, um unnötiges Knieverdrehen zu vermeiden. Wichtig ist bei dieser Technik, dass ihr euch Schritt für Schritt rantastet. Besonders gut geeignet ist ein gut geschobener Table ohne Spurrillen mit langer Landung. Je nach Geschwindigkeit und Radius des Absprungs müsst ihr die Technik etwas anpassen. Es geht zum Beispiel auch bei so Bremssprüngen. Hierzu auch, tastet euch langsam ran, spielt einfach ein bisschen rum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es unten in die Kommentare.
Wichtig ist, ein Video ersetzt keinen Trainer oder Trainerin. Diese können von außen sich das Ganze angucken und individuell auf euch eingehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.